Eine neue Ärztin für Dreiskirchen. Frau Dr. Reuter betreut ihre Patienten von nun an im Rathaus. Völlig barrierefrei und direkt im Stadtzentrum und Lutherherr zur großen Eröffnung. Ich freue mich, dass wir die offizielle Eröffnung heute sozusagen richtig nachholen. Wir haben uns sehr bemüht, wieder eine Planstelle sofort neu zu besetzen und zu einem relativ nahtlosen Übergang zu schaffen. Wir wissen ja, in anderen Städten und Gemeinden ist das ja wirklich ein Thema, dass es Probleme gibt, praktische Ärztinnen und Ärzte zu finden. Und ich habe mich sehr bemüht, ich habe mich auch persönlich sehr eingesetzt, mit der Dr. Anna Reuter Möglichkeiten zu finden, auch eine neue Ordination, eine zeitgemäße zu finden, die barrierefrei ist. Und viele haben gesagt, der Bürgermeister hat das Interesse, dass im Rathaus, wenn er sich mir aufregen muss in die Sprechstunden, dass schnell ärztlich versorgt ist, auch nur ein Stück tiefer, aber es ist wirklich ein guter Platz. Es war ein einziger Raum. Wir haben dann hier wirklich mit Hilfe der Gemeinde und meinem Vermieter alles neu gerichtet und die Vorteile, ja, die liegen auf der Hand, alleine schon die Lage und dass ich alles halt selbst richten konnte, dass ich meine mehreren Ordinationsräume habe, das ist natürlich sehr fein. Das ist natürlich kein Vergleich mit meiner räumlich beengten, altmodischen Praxis, aber es ist halt immer so, wenn man frisch anfängt. Außerdem ist es hier behindertengerecht, dass auch Gehbehinderte oder mit Rollstuhl Leute leichter, bei mir war es schwierig, über die Treppe hinauf in den ersten Stock, so wie es früher manchmal war. Was wird Ihren Patienten alles geboten in Ihrer Praxis? Naja, diese klassische Allgemeinmedizin mit Labor, also Blutabnahmen, mit Blutdruckeinstellungen, Zuckereinstellungen. Ich mache auch zusätzlich Darmsanierungen und Orthomolekularmedizin. Eisen ist auch ein großes Thema für mich, also ich glaube, so ein Rundumschlag. Woher kennen Sie Frau Dr. Anna Reuter? Als Bürgermeister ist wichtig, dass man am Zug der Zeit ist und manchmal Dinge über Nase hat, wenn jemand vielleicht praktische Ärztin frei wird. Es gibt ein großes Gerangel seitens der Gemeinde und anderer Gemeinden, die natürlich auf der Suche sind nach praktischen Ärztinnen, und da muss man schnell sein, da muss man einen Instinkt haben und da muss man sich persönlich bemühen und die Dinge schnell auf den Boden bringen, und mit der Dr. Anna Reuter ist es schnell gegangen. Sie ist eine junge, entscheidungsfreudige, dynamische, und ich glaube auch heute hat sie schon die Erfahrung, dass Dreiskirchen auch für sie selber die beste Wahl war. Ja, beste Urteile bekommen, Urteile nämlich der wichtigsten Menschen, nämlich der Bürgerinnen und Bürger, die eine neue Ärztin haben, das ist eine Vertrauensfrage, und sie hat wirklich jetzt schon die besten Urteile über ihre Arbeit bekommen. Das ist der größte Lohn, den sie haben kann. Sie ist sympathisch, sie ist eine junge Ärztin, das heißt, sie wird auch länger im Stadtgebiet bleiben mit einer Konstante, und ich freue mich. Das ist eigentlich eine der besten Ansiedelungen natürlich, wenn man praktische Ärztinnen überzeugen kann, dass Dreiskirchen ein guter Standort ist. Was ist das Schönste an Ihrem Beruf für Sie persönlich? Naja, ich will ja hoffen, wie für alle Ärzte, einfach dieses Helfen und für den Patienten da zu sein. Ich habe eigentlich schon als kleines Mädchen immer gewusst, dass ich Ärztin werden will, und ich glaube, ich mache das wirklich sehr aus Überzeugung und mit großer Liebe.